Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Voice of Germany Vlog. Ich wollte dich ein bisschen mit reinnehmen, weil bevor ihr irgendwas von Voice of Germany im Fernsehen seht, ist schon richtig viel passiert, was man aber nicht im Fernsehen sieht. Weil ich darüber aber nichts posten darf aktuell, habe ich gedacht, ich nehme das hier einfach in Form von Vlog auf und lasse es euch dann eben danach wissen, wenn es schon ein Weilchen her ist, aber es ist vielleicht trotzdem interessant zu sehen, was eigentlich alles passiert ist so im Vorfeld. Was bisher passiert ist? Jetzt am Wochenende war ich zur finalen Auswahlrunde, zum ersten Mal jetzt in Berlin. Und habe davor eine Liste zugeschickt bekommen mit einigen 100 Songs. Und durfte davon 15 angeben, die ich gern singen möchte. Dann habe ich erstmal alle Englischen rausgestrichen, dann blieb nicht mehr so viel übrig. Und habe dann meine Liste noch ein bisschen gekürzt und noch drei Favorites, die ich auch angeben durfte, weitergegeben. Davon ist geblieben 7 Mond leichtes Gepäck. Und dann sind aber noch zwei neue Songs dazu gekommen, die mir eben dann zugeteilt wurden. Einmal von Grönemeyer Der Weg und von Adel Tawil Kartenhaus. Letzte Woche habe ich die Songs geübt, jeden Abend hier so in meinem kleinen Heimstudio. Und bin dann hochgefahren am Wochenende. Nach einem kurzen Vocal Coaching müsst ihr euch das dann so vorstellen, man ist dann, kommt in einen extra Raum, im Prinzip ein Aquarium. Man hat viel durchsichtiges Plastik vor einem, alles natürlich Corona-safe, und hinter dem Plastik sitzt die Jury, die sich dann die Songs anhört, die drei, die man dann vorbereitet hat eben. Nicht alle ganz durch, meistens eher bis zur Hälfte, dann sagen die, hey, reicht uns für den ersten Eindruck. Und dann danach fährt man wieder nach Hause und weiß eigentlich nichts. Also jetzt sitze ich hier irgendwie 3 Tage später und weiß nicht, ob ich genommen werde oder nicht. Man erfährt es wahrscheinlich in 3 bis 4 Wochen. Heißt es jetzt noch warten. Meine Stärke übrigens nicht. Und ja, dann mal schauen. Also ich weiß, das Einzige, was ich weiß, dass im Mai die Aufzeichnungen für die Blinds, dass es nochmal 3 Termine werden in Berlin. Aber irgendwann davor bekommt man Bescheid. Jetzt heißt es warten und ihr bleibt hoffentlich dabei, weil sollte es weitergehen, wird es auf jeden Fall auch einen zweiten Vlog geben. Insofern cool, dass ihr am Start seid und bis zum nächsten Mal hoffentlich.